Hallo meine Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht's um Raummaße, also bleibt mit. Als erstes klären wir die Frage, was meine ich eigentlich damit, wenn ich zum Beispiel 1 Kubikzentimeter sage. Mit 1 Kubikzentimeter beschreibt man den Inhalt eines Würfels, wessen Kantenlänge 1 Zentimeter ist. Und da dieser Inhalt dieses Würfels 1 cm mal 1 cm mal 1 cm ist, so wird er berechnet, 1 mal 1 mal 1 ist 1 und Zentimeter mal Zentimeter sind Zentimeter zum Quadrat, nochmal mal Zentimeter sind Zentimeter hoch 3. Daraus kommt dieses Kubikzentimeter, Kubikmeter und so weiter. Das hier habt ihr bestimmt schon mal gesehen, das ist was richtig Cooles zum Umrechnen. Wenn ich zum Beispiel 3 Kubikzentimeter habe und ich möchte diese nun in Kubikmillimeter umwandeln. Dann gucke ich hier habe ich Kubikzentimeter, von Kubikzentimeter auf Kubikmillimeter muss ich mit 1000 multiplizieren. Also machen wir das auch mal kurz, 3 mal 1000 sind 3000. Aber bei den Längenmaßen war das ja so, dass wir nur mit 10 multipliziert haben. Wieso multiplizieren wir das Ganze jetzt mit 1000? Und bei den Flächenmaßen war das ja nur mit 100. Bei den Flächenmaßen war das ja Zentimeter hoch 2, also zum Quadrat. Und da haben wir die 10 auch quadriert und haben dann 100 bekommen. Und nun ist das jetzt hoch 3, also 10 hoch 3 und 10 hoch 3 ist 1000. Also daraus kommt das Ganze. Machen wir noch ein Beispiel. 5 Kubikdezimeter in Kubikmillimeter umwandeln. Jetzt haben wir mehrere Schritte. Einmal mit 1000, um auf Kubikzentimeter zu kommen, nochmal mit 1000, um auf Kubikmillimeter zu kommen. Und 1000 mal 1000 sind insgesamt 1 Million, also 5 mal 1 Million sind 5 Millionen. Also wir packen einfach diese Nullen ans Ergebnis ran, kann man natürlich auch so machen. Das Ganze können wir natürlich auch mit Kommas machen und das geht auch ziemlich einfach. 3,186 Kubikzentimeter in Kubikmillimeter. Nicht erschrecken, bei den 3 Nachkommastellen ist eigentlich ganz einfach. Kubikzentimeter, das Ganze jetzt mal 1000, um auf Kubikmillimeter zu kommen. Die 1000 hat 3 Nullen, also rutscht das Komma 3 Stellen nach rechts. 1, 2, 3 und somit wäre das Ergebnis 3186 Kubikmillimeter. Ja, meine Freunde, das Ganze können wir jetzt natürlich auch andersrum machen. 9 Milliarden Kubikmeter in Kubikkilometer. Nicht erschrecken bei dieser großen Zahl, ist eigentlich ganz einfach. Als wir von groß nach klein gegangen sind, haben wir immer multipliziert. Also wenn wir von klein nach groß gehen, müssen wir dividieren. Und was ist denn jetzt durch 10 hoch 9? 10 hoch 9 ist 1 Milliarde. Das aber habe ich so abgekürzt, damit ich das nicht 9 Nullen einfach da schreiben muss. Und wieso hier jetzt durch 1 Milliarde, während hier immer durch 1000 oder mal 1000? Eigentlich gibt es da Zwischenschritte, die haben wir jetzt aber weggelassen, weil wir sie im Alltag nicht benutzen. Und das ist normalerweise, was wir benutzen. Deshalb haben wir diese Zwischenschritte weggelassen. Wenn ihr wissen wollt, was diese Zwischenschritte sind, schaut euch einfach das Video Maßeinheiten und Maßzahlen an. Ist eigentlich ganz einfach. Gut, machen wir es einmal kurz. Also von Kubikkilometer auf Kubikmeter muss ich mit 1 Milliarde teilen. 1 Milliarde hat 9 Nullen, also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, das sind 9 Nullen. Die fallen alle weg, weil wir durch 1 Milliarde teilen und dann haben wir 9 Kubikkilometer. Ganz einfach rausbekommen. 4 Millionen Kubikmillimeter in Kubikdezimeter, hier haben wir auch wieder mehrere Schritte. Einmal durch 1000 teilen, fallen diese 3 Nullen weg. Nochmal durch 1000 teilen, fallen wieder diese 3 Nullen weg. Und wir haben einfach 4 Kubikdezimeter. Und bei Kommas ist es auch nicht kompliziert, das zeige ich euch. 4318,23 Kubikdezimeter in Kubikmeter, meine Freunde. Einfach mal durch 1000 teilen und durch 1000 teilen, dann rutscht das Komma einfach 3 Stellen nach links, weil es ja 3 Nullen hat. Und dann haben wir 4,31823.
Kubikmeter. Ja, meine Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt daraus was gelernt. Das ist das Wichtigste. Bei Fragen mir immer in die Kommentare oder auf Instagram schreiben. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.